bin vor Jahren einmal auf eine Technik draufgekommen, wie man aus einem alten Brot ein neues Brot machen kann, beziehungsweise wie man aus einem tiefgefrorenen Brot ein frisches machen kann und das Frische danach doppelt so lang frisch ist als das Frische. Kennt ihr aus? Geht ganz einfach, ich erkläre es euch. Ihr nehmt ein tiefgefrorenes Brot. So, das tiefgefrorene Brot gebt reichlich unter Wasser. Nicht zaghaft sein. So, und jetzt, wenn das unterm Wasser war, gibt es zwei Zugänge. Entweder ihr gebt das Brot in eine Mikrowelle und lasst es so lange drinnen, bis es weich ist. Oder ihr nehmt einen Dampfgarer und gebt es bei 100 Grad, was der Dampfgarer im Maximum macht, das Brot 10 Minuten ein, bis es eben weich wird. Ein perfektes Sauerteigbrot vom Mühlstätter See, unglaublich. Und danach kommt dieses Brot, das komplett feucht ist, bei 240 Grad, Achtung, verbrennt euch nicht, ungefähr 10 Minuten ins Backrohr. Ihr könnt nach den 10 Minuten, wenn ihr es ein bisschen brauner haben wollt, noch einmal auf 280 Grad auf der Grillstufe erhöhen, aber passt bitte eins auf, daneben stehen und schauen, dass es nicht schwarz wird, sondern braun. Und wenn ihr das Brot dann noch rausertut, habt ihr das knusprigste Brot auf der Welt, perfekt. Und was noch ist, es haltet doppelt so lang. Das heißt, wenn dieses perfekte Brot normal 4-5 Tage haltet, haltet es mindestens 7-8 Tage. Das ist Brot, Freunde. Heiße Angelegenheit. Achtung, nicht verbrennen. So. Und jetzt schaut das an. Perfekt braun, perfekte Farbe. Jetzt noch einmal. Was habe ich gemacht? Aus der Gefriertruhe richtig nass machen unter laufendem Wasser. Danach entweder in die Mikrowelle oder in den Dampfgarer und danach bei 240, 280 Grad zum Schluss, dann damit es noch brauner wird, entweder Umluft oder unter Oberhitze, circa 8 bis 10 Minuten im Backrohr lassen, warten, damit es nicht schwarz wird, herauslassen, lassen, auskühlen lassen, ruhen lassen, die Feuchtigkeit durchziehen lassen und eine Stunde später anschneiden und genießen. Und was noch ist, wenn man ein altes Brot zu Hause hat, kann man sogar das alte Brot einfrieren und dasselbe Prozedere wieder durchziehen. Das Einzige, wo es natürlich nicht geht, Brote mit EEE. Das heißt, nur mit perfekten Broten kann man das machen. Ich habe inzwischen Versuche gemacht, auch mit Weißbrot. Teilweise funktioniert es auch, aber ein bisschen Arbeit haben Sie auch noch oder habe ich auch noch beim Probieren. Das perfekte Brot, aufgetaut und frischer wie frisch. Pup und heiß.